bevor es losgeht mit diesem Video, mit diesem Abenteuer, für euch gibt es heute zwei Sachen zu gewinnen. Ich verlose an die Zuschauer dieses Videos und der nächsten Videos von Norway 1 und Teil 1 zwei Kinogutscheine. Also ein Kinogutscheinpaket, in dem sich zwei Kinogutscheine für einen 2D-Kinofilm, zwei Softdrinkgutscheine und, na, ich muss nochmal nachlesen, ich glaube ein Popcorn-Gutschein ist noch mit drin, befinden. Was genau nochmal, also ganz genau nochmal in der Videobeschreibung nachzulesen oder im angebenden Kommentar, je nachdem wie ich das mache, vielleicht auch beides. Ja, zwei Kinogutscheine, zwei Softdrinkgutscheine und ein Popcorn-Gutschein sind mit dabei. Das könnt ihr gewinnen, indem ihr müsst dafür mindestens 18 Jahre alt sein, um an dem Gewinnspiel an der Verlosung teilzunehmen. Und ihr schreibt mir hier in die Kommentare dieses Videos und die anderen Videos werden auch noch mit reingezählt zu Pen and Paper. Norway 1 Teil 1. Ihr schreibt mir eine Beschreibung eines Charakters ein, der NPC in einem der Norway 1, der kommenden Norway 1 Teile sein könnte. Der Mitglied des Kults der anderen Seite sein könnte von unserem Styx, der Kultführer dieses Kults ist. Schreibt mir einen Charakter dazu, eine Beschreibung, was der ist, also was ihn ausmacht, wie seine Hintergrundgeschichte ist und so weiter. Schreibt mir da was Tolles in die Kommentare. Und aus den Einsendungen, aus den Charakteren, die mir da geschrieben wurden, in den Kommentaren werde ich per Zufallsgenerator zwei Gewinner auswählen. Der erste Gewinner, der kriegt die zwei Kinotickets zugeschickt, nachdem ich natürlich die Adresse zugeschickt bekommen habe. Meldet euch dann, nachdem ich die, das werde ich dann auf Social Media und, also, ich werde es wahrscheinlich auf Twitter, vielleicht Instagram, schaut mal auf Twitter und Instagram vorbei, da werde ich es verkündigen, das wird jetzt hier in Videoform nicht möglich sein. Es wird dann auf meinen Social Media Profilen, Instagram und Twitter verkündet. Da meldet euch dann per Privatchat und da klären wir dann, wie ich euch das zuschicke. Und der zweite Gewinner, der darf dort, der zweite Platz, der darf seinen Charakter, seinen erstellten Charakter in einem der nächsten Norway 1 Abenteuer als NPC wiedersehen. Da bitte ich dann auch, mich anzuschreiben, wenn ihr als Gewinner, Gewinnerin verkündet wurden. Dann vielleicht noch ein paar Absprachen treffen, wie der NPC erstellt werden kann. Da dürft ihr euren Charakter dann in meinen Abenteuern sehen und zum Kanon machen. Ja, so sieht's aus. Kommentar ab in die Kommentare damit. Schreibt mir eure Charaktere für den Kult des großen Stücks. Und ja, ich bin gespannt auf eure Einsendungen und ja, allen Teilnehmern viel Glück, viel Spaß mit dem Video. Wir spielen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir mussten das auf zwei Abende verlegen, weil, ja, aus Gründen. Wir spielen Pen and Paper Norway 1. Ihr habt zuletzt, also ihr seid auf die, ihr seid ein
Urlaubsflug nach erster Klasse Richtung Hawaii aufgebrochen. Aber so weit ist es nicht gekommen. Ihr seid über einer, zumindest so dachtet ihr, einsamen Insel abgestürzt. Und seid, nein, das stimmt nicht ganz. Also ihr seid auf die überm weiten Ozean abgestürzt und seid später auf einer einsamen Insel wieder aufgewacht und fandet euch dort an einem wunderschönen Strand wieder und hat ein Hotel für euch, ein sehr luxuriöses Hotel mit einer merkwürdigen Empfangsdame. Ich fand ihn süß. Dort habt ihr dann bemerkt, dass in dem Hotel irgendwas nicht ganz stimmt, weil die Leute, die dort auf einmal aus dem Nichts auftauchten, reagiert nicht auf euch und die Empfangsdame verhielt sich auch ziemlich ulkig. Bis ihr dann das Hotel erkundet habt und so ziemlich fast alle Räume erkundet habt und Wir haben Räume vergessen, sofort zurück zum Hotel. Und schließlich aus dem Hotel wieder kommen konntet, dann seid ihr in den Urwald, nachdem ihr natürlich eine dämonartige, eine gruselige Gestalt sich im Foyer der Hotellobby entpuppt hatte, seid ihr in den Urwald gegangen, um dort um da Nahrung zu finden und sich ein bisschen Grünzeug mitzunehmen. Dann habt ihr am See ein kleines Mädchen kennengelernt. Und das Wasser des Sees hat sich als zauberhaft, wahrlich zauberhaft herausgestellt. Ja, also haben wir es massenweise gelootet. Und dann seid ihr durch ein Labyrinth an Rätseln durchgelaufen und habt euch zu einem großen Schatz durchgeschlagen, den ihr dort Ich hab's vor dich Ort gebracht, Schatz. zurückgelassen habt. Den konntet ihr nicht mitnehmen, aber ihr wisst jetzt, wo er ist. Und ein kleiner Affe hat euch eine Abkürzung dahin gezeigt. Vielleicht findet ihr den Affen ja wieder, der kann euch den Weg zum Schatz zurückzeigen, falls ihr nochmal hin wollt. Ja, am Strand seid ihr auf einem Schiffswrack oder das, was davon noch übrig war, getroffen und ja, habt es gelootet. Und dann ging es auch schon auf in die Berge. Durch die Berge seid ihr spaziert mehrere Tage und seid dort auf einen alten Wanderer gestoßen, der euch gesagt hat, dass in dem Dorf am Vulkan hinter dem Gebirge ein paar sehr nette Menschen sind, die aber leider keine Besucher mögen. Und Moment. Mordi wird angerufen. Ich erzähle mal weiter. Das war's so ziemlich. Ihr seid jetzt durchs Gebirge gelaufen und ihr steht jetzt am, hoppla, steht jetzt am Wendepunkt. Und ja, ihr standet jetzt zuletzt, ihr seid auf eine Gebirgsspitze angekommen, auf der ihr, und jetzt, wenn ihr nach links guckt, seht ihr dieses Bild, was wir hier im Stream auch sehen, was im Roll20 eingeblendet ist, seht ihr einen In großen. 25 Minuten muss ich kurz weg. Okay, fantastisch. In 5 Minuten muss ich kurz weg, sorry. Okay, fantastisch. Ihr seht auf der linken Seite gerade einen großen Hügel, der geht noch meterweise hinauf. Also das ist da auf der Spitze des Hügels. Also ihr seid am Fuß des Berges. Also Hügel ist ein bisschen wenig. Da steht eine große Funkantenne. Und zu eurer rechten Seite geht's hinunter, geht ein langer Weg hinunter zu einem Vulkangebiet, da ist ein großer Vulkan. Und ja, da vermutet ihr das Dorf, was euch von dem Wanderer beschrieben wurde. Und da seid ihr nun so ziemlich. Das ist das, was bisher geschehen ist. Also wir sind noch überhalb des Dorfes auf so einem Berg. Ihr Gucken seid wir uns um gerade, auf ihr einem seid, Berg voller Schnee. Nein. naja, euer Berg ist jetzt, muss mal gucken. Müsst gerade mal in die Anleitung, wie das da aussieht. Ja, ihr seid ziemlich weit oben, es ist ziemlich kalt. Ihr seid auf einem Schneeberg, aber der Berg
Der Berg, der zu ihrer Linken liegt mit der Antenne, der ist noch ein Stück höher. Das scheint der größte Berg in diesem Gebirge zu sein. Das ist noch, also ihr guckt nach oben. Also wenn ihr, also das, ihr müsst da noch, also ihr seid euer Berg, auf dem ihr gerade steht, ist. Also wenn ihr einschätzen müsstet, wo es, also der Weg zum. Also ihr seht kein Dorf unten, aber ihr seht ihr seht ein Vulkantal, in dem was sein könnte. Also der Weg nach unten ist genauso groß wie nach oben. Also ihr steht ungefähr auf einem mittigen Gebirge. Also der Wegesaufwand sollte der gleiche sein. Jetzt mal hier kurz mal würfeln, damit das. Schaltet mal übrigens mal die 3D-Würfel an, die sind ganz cool. Kann man hier mal durch das Bild rollen lassen. Das geht. Modi, wie ging das nochmal? Unter Optionen Ja, bei Option. Graphics, glaube ich. Da kannst du Enable. Nee, das Dice Options. Könnte man draufklicken und dann Enable 3D Dices angeben. Dann können wir das hier während des Spiels durch das Feld rollen lassen. Hoppla. Sowas sollte nicht passieren. Zeige ich gleich mal. Das Spielfeld war gewürfelt. Ihr könnt übrigens die Farbe von den Würfeln mit der Farbe von eurer Anzeige da unten von eurem Namen ändern. Man kann das ändern. Okay, interessant. Ja, ich habe es gerade ausprobiert. Jetzt ist mein Rot. Rot ist cool. Da passt nicht zum Charakter. Spielleiterrollen sind. Würfel sind violett. Meine sind jetzt grün. Fantastisch. Muss mal ein Gut, bisschen also würfeln, bis ich es bin kurz angezeigt weg. wird. Ihr könnt ja schon mal anfangen. Macht Oh, das. tut Könnt euch einfach schon so, mal als würde ich ein überlegen. bisschen hinterherhängen bei der Wanderung. Könnt euch schon mal überlegen, wo ihr denn jetzt, ob ihr jetzt hinauf oder nach hinunter wollt. Ich roll mal noch ein paar Mal, damit das auch im Chat zu sehen ist. Ich hoffe, es funktioniert. Da dürfte gleich was auftauchen. Ah ja, da sieht man die Würfel. Sehr gut. Ich hoffe, es ist in Ordnung mit der Anzeige. Die Berggeräusche im Hintergrund. So. Ja, ihr steht jetzt dort, ihr friert ein wenig, beziehungsweise friert nicht, je nachdem, was ihr so anhattet, was ihr euch übergezogen habt. Und seid jetzt ziemlich an der Kreuzung angekommen. Müsst euch jetzt entscheiden, hinauf oder hinunter. Was tut ihr? Also hoch zu der Antenne oder runter ins Dorf, richtig? Also momentan ins Tal hinunter. Ich Also ihr komme schon mal seht, runter. also Also ich bin für runter ins Dorf. Arschkalt. ihr vermutet, dass da ein Dorf ist. Naja, es ist arschkalt hier. Ja, ich bin Und fürs. Ja, ich habe genug an, aber wir gehen ins Dorf. Bevor wir runtergehen, wir sind auf einer Insel, wo es gefühlt keine Menschen gibt, wo es seltsame Wesen gibt. es Ich gibt erinnere. Menschen, denen seid ihr auch schon begegnet. Bin schon Menschen begegnet. Ich Eingeborene. erinnere mich noch an die Frau, die ich fast angezündet habe. Eingeborene. Ihr Und seid in dort den oben. Bergen, gerade hier in den Bergen, seid ihr schon einigen begegnet. Also ihr Ach seid, so. es haben Ja. euch einige hier schon angegriffen in den Bergen. Das ist das. Da ist Anne fast draufgegangen. Das war ein fucking Bär. Das war ein Gut, Bär. Bären gibt's ja auch, aber es gibt hier auch, es haben auch euch auch schon Ja, die habe ich alle gewonshottet. Mit einem Schuss. im Hotelzimmer habt ihr auch schon einen davon gesehen. Ja, stimmt. Guck mal, ob der euch da Bilder davon angreifen kann, also anzeigen kann. NPCs. Also im Hotelzimmer habt ihr den freundlichen Kerl hier gesehen. Der ist euch begegnet und ähnlich aussehend waren auch die anderen Leute auf der Insel, die ich begegnet sind. Die haben euch mit Speeren und hauptsächlich mit Speeren, mit Steinen und mit Fäusten angegriffen. Die waren ein bisschen nicht so gut auf euch zu sprechen. Ja, so viel dazu. Und ich bin mal so freundlich und zeige euch mal was. Das hier.
Das habt ihr in den Gebirgen in der Höhle gefunden. Das war ein kleines Rätsel. Ja, richtig. Ich krieg ein geschenkt. Das sage ich jetzt. Das ist ein kleines Rätsel, was euch da in der Höhle fand. Ihr hattet das den Elementen zugeordnet. Ihr wart so weit, dass er das dann. Wo sind die Notizen? Ihr könnt es euch nochmal kurz angucken. Vielleicht ist Modi bis dahin zurück. Ich gebe euch noch ein paar Minuten, das Rätsel euch nochmal anzugucken, euch Notizen zu machen. So freundlich bin ich, weil zwischen dem letzten Abend heute ein bisschen Zeit ist. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir hatten Feuer, wir hatten oder Wind, Boden, Wasser. Also was hatten wir dem Zeichen auf der rechten Seite zugeordnet? Glaube Applaus oder Beifall. Ich meine, welches Element, entschuldige bitte. Ich glaube Luft. Also entweder Luft oder Wasser tatsächlich. Sieht aber eher aus wie Luft und links dann Wasser. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und Also oben Feuer und Wasser braucht Luft. Musik. Wir haben ja den Wassertypen getroffen, der da am Waldrand oder im Dschungel Ja, drin aber ist. der Wassertyp sah jetzt nicht musikalisch aus. Feuer Ja, vielleicht. braucht ein Geschenk. Vielleicht müssen wir denen das ja auch einfach geben. Vielleicht müssen wir ihm ja was zusingen. Vielleicht ist er dann nett. Oder? Wer von euch möchte freiwillig dieser Person etwas vorsingen? Ich singe ihr was vor und sie stirbt. Ich bin noch nicht so ganz happy, warum bei meinem Symbol ein trauriges Gesicht und ein Herz da ist. Ich glaube, du musst sterben. Was hatten wir dem unteren zugeordnet? Erde? Ja. Ja. Und dass diese Person braucht dann Ich weiß es nicht, ein Opfer? Liebe. Liebe wäre natürlich auch eine Option. Also die Luft hört sich für mich nach Beifall an. Ob das Ich jetzt krieg ein metaphorischer Geschenk. Beifall ist, ob das jetzt metaphorischer Beifall ist, also im Sinne von Ja, genau. eines Kompliments oder positiven Zuspruch oder tatsächlicher Beifall in Form von Applaus, das müsste man testen. Aber Oder einfach nur klatschen. Styx, ganz ehrlich, wenn der Erdgeist Liebe und Geborgenheit möchte, vielleicht tritt er ja dein Kult der anderen Seite bei. Wir sind tatsächlich sehr gut darin, allen unseren Mitgliedern die Liebe und Geborgenheit zu Halt die geben, in Schnauze, dem Andy. Wissen, dass sie selber Mein Wecker klingelt. selbstbestimmt ihren Tod finden können. Auf die andere Seite zu gehen und dort in ewiger Harmonie zu existieren. Hatte ich mehr. Der Kult bringt mich um. Wortwörtlich. Wir bereiten dich, das würden wir niemals tun. Wir bereiten dich höchstens darauf vor, dass du die andere Seite aktiv Modi ist noch mit nicht da. voller Willensstärke betreten kannst. Ja, wenn nicht, kann Harold mit seiner Bratpfanne ja wieder irgendwas anfangen. Stimmt's, Harold? Der ist Ja, noch nicht cool. wieder da. Ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, weil ich weiß, was jetzt kommt. Deswegen. Alles gut. Ja, Gut, deswegen überlege noch. Ihr habt euch jetzt. Ich gebe euch noch eine Minute Zeit, euch das Rätsel zu überlegen. Dann. So, Schreibt eigentlich können. jemand mit? Ja, ich schreibe tatsächlich mit. Ich habe nur meins mitgeschrieben, deswegen der Rest ist mir egal. Können wir uns nochmal über das Erd-Symbolik unterhalten? Ich werde daraus nicht schlauer. Also, sowohl Luft als auch Erde sind für mich jetzt die, wo ich nicht wüsste, was wir tun sollen. Ja. Ich sagte doch, wir könnten dieses Symbol als einen Applaus verstehen, sowohl im wahrhaftigen Sinne, also dass jemand applaudieren soll, oder auch im übertragenen Sinne, als dass diese Person positiven Zuspruch in Form eines Kompliments, dass sie großartig ist, so wie es der Applaus ja an sich auch ausdrückt, bekommen möchte. Ist einer von euch gut im Schmeicheln? Ich bin gut im Lügen. Andere Frage. Ist jemand gut im Betören?
Ich bin gut im Manipulieren. Ich kann manipulieren, dass er denkt, dass ich ihn betöre. Ja, Roleplay würde auch helfen. Ja. Ich bin schon sehr schmeichelhaft, aber mein Herz schlägt schon für Anne. Ich bin sicher, ich kann die Person durchaus davon überzeugen, sich selbst wertzuschätzen. Ausgezeichnet. Nun fragt sich etwas. Ich habe hier ein Amulett. Styx zeigt entsprechend deren Amulett. Und bin etwas unsicher. Es scheint eine Farbe zu haben. Die anderen zeigt ja bereits auch eure Amulette. Ob nicht vielleicht tatsächlich die Person ein Element befrieden muss, dessen Element sie zugeordnet ist, oder auf irgendeine Anti-Weise, dass quasi die Person, die das Feueramulett trägt, den Wassergeist befriedigen muss und so weiter. Oh nein, ich will nicht singen. Vielleicht ist es aber auch andersrum. Ich bin unsicher. Ich würde ungern singen. Du hast tatsächlich recht. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, als wir im Dschungel diesen Wassergeist Ding gesehen haben, sind wir nur dran vorbeigekommen, weil wir ein Amulett vorgezeigt hatten. Stimmt. Ah. Das war mein. Welches Amulett hatten wir vorgezeigt? Das Feueramulett. Meins Feueramulett. So, ich hab durch genug Gründe. Ihr habt dort jetzt in der Kälte gestanden und dich eine Weile beraten. Ich glaube. Ja. Ich hoffe, Harold kommt bald wieder. Der stand schweigend bei euch, der hat euch zugehört. Der ist gerade ein bisschen wortkarg. Ich glaube, der ist ein bisschen traumatisiert von den Ereignissen, die bisher passiert sind. Wer wäre das nicht? Der hat Angst um seine Bratpfanne, glaube ich. Ja, ihr entscheidet euch also, bergab zu gehen und den Weg nach unten zum Gebiet des Vulkans, in die Vulkantäler zu gehen. Ihr seht auch, also wenn ihr geht die ersten Schritte in diese Richtung und seht auch, dass der, ich kann es euch gleich mal einblenden, seht euch, dass der Vulkan tatsächlich, also er bricht nicht aus, aber er ist tatsächlich noch aktiv, also was da wirklich, ihr habt dann, was man jetzt auf dem Bild hier ein bisschen schwieriger erkennen kann, aber es ist man sieht, dass auf der Spitze, die Spitze brodelt ein wenig. Das ist rötlich auf der Spitze. Und ihr begebt euch ins Tal hinunter. Es wird auch düsterer und ihr merkt das auch über den. Okay, jemand macht Geräusche. Ja, ich bin wieder da, Entschuldigung, ich habe mich gesetzt. Jemand macht Geräusche. Hast du nichts verpasst. Während des Runtergehens stoße ich so leicht Carlo an und deute auf den Vulkan. Na, freust du dich schon auf deinen Geist? Ich schmeiß dich da runter, wenn du willst. Es ist Asche in der Luft. Also es wird dunkel, nicht weil es Nacht wird. Also je tiefer ihr geht, es liegt da. Es wird, der Himmel ist von, je weiter ihr runtergeht, desto mehr wird der Himmel verdeckt von schwarzer Asche. Sie kommt in ein vulkaniges Gebiet. Für Mordi, also für Harold, der Vulkan ist aktiv, er ist nicht ausgebrochen, aber er stößt ab und zu mal ein paar Funken aus. Ja, passiert. So, ihr lauft eine Weile durch den Berg hinunter und irgendwann ihr hört irgendwann ein Grunzen auf dem Weg, also ihr hört irgendwie so Geräusche, es ist also Stöhnen, so Schluchzen, so ein bisschen alles vermischt, so manchmal könnte man auch glauben, Tiergeräusche sind mit drin, also ihr hört um euch herum schwebende Geräusche. Die Luft scheint Geräusche zu machen. Und ihr trefft auf. Das müssen wir gerade mal auswürfeln. 3 sind's.
Ihr trefft auf drei dieser, die ich vorhin ernannt habe, menschenähnlichen Kreaturen, die sich euch in den Weg stellen. Ich spinne euch mal ein paar Bilder ein. Hoppla, hier haben wir alle. Johnny, nehmen wir mal den hier. So in der Art. Wow, sind nur vage Menschen ähnlich, haben aber Make-up. Ja, die haben auch tatsächlich, sind auch ein bisschen schwarz, die haben sich geschminkt, die haben so eine Kriegsbemalung im Gesicht und Sie stehen da und streiten sich um einen Lippenstift. Ja, die sehen euch und als euch sehen, stoßen sie Schreie aus und stürzen sich auf euch zu. Okay, die haben Speere in der Hand. Die sehen ja aus wie dieser seltsame Typ in der zweiten Etage im Hotel. Tatsächlich. Ich überlege noch, was benutze ich. Okay, ich schieße einfach. Würfelt einfach mal alle einen D100 Initiativewurf, wer als erst angreift. Die greifen natürlich als letztes an, wenn die noch im Anlauf sind. Haben wir den High Ground? Kommt drauf an. So, Harold hat schon gewürfelt. Ja, alle haben gewürfelt. Okay, dann würde ich sagen. Anne. Dann müsste Anne beginnen. Ich stelle mich ganz weit nach hinten. Also ich laufe an allen vorbei, stelle mich ganz weit nach hinten. Und. Okay, Annes Zug ist damit, dass sie sich zurückzieht. Richtig. Alles klar. Dann der nächste. Gut. Das muss Carlo sein. Ja, dann würfel auf Schießen, ob es dir gelingt. Ah ja. Auf wen möchtest du schießen? Nicht höher als mit der anderen. Ich schieß daneben. Okay, fantastisch. Okay, das war's dann auch. Okay, gut. Dann ich. Ich zieh diesmal mein Nagelbrett und gehe in Fechthaltung. Für den Fall, dass sie in Nahkampfreichweite kommen. Kannst du machen. So, Styx müsste jetzt dran sein. Ja. Er ist täuscht. Styx zieht deren Revolver und schießt. Auf den von denen, der näher ist. Ja, Und ich treffe. Es sind drei. Ich habe jetzt hier zwei Bilder eingeblendet, aber stellt euch vor, es sind drei. Ja, wer auch immer von den drei näher ist, bekommt jetzt eine Kugel ab. Ich habe eine 28 gewürfelt. Okay, dann würfel mal den Schaden aus. Jawohl. Ich weiß nicht mehr, wie war dein Schaden? 6d6. Oh, wait, das war nur 1d6. 6, 10. Okay, wie viel Schaden hast du gemacht? Ich nehme 34 Schaden. Ja, ich nehme meine normale. Okay, der ist taumelt zurück und bleibt erstmal stehen. Er tot ist er dadurch noch nicht, aber bleibt erstmal, er rennt nicht mehr weiter auf euch zu. Ich hoffe, das Vulkangebrodel ist nicht zu laut. dann ist, glaube ich, eher, dann sind die Kannibalen dran. Zwei davon rennen zumindest noch weiter auf euch zu. Und muss mal kurz deren Werte gucken. Wie ich das würfel. Sag mal. Wo hatte ich das? Unkonzentriert. Das ist der Bär. Okay. Dann würfel ich mal für die beiden Kannibalen, die noch rennen, aus. Der eine ist erstmal aus der Schach. Das ist sehr gut geklappt. Die greifen euch, die schaffen es beide euch anzugreifen, die rennen auf euch zu. Und der eine, der rennt auf
Nummer 4 und den anderen auf die Nummer 1 hinzu. Discord-Reihenfolge 2, 3, 4 Turin und das ist ein echter Nick. Das heißt, Carlo und Styx. Carlo und Styx werden angegriffen. Das war sehr erfolgreich. Das müsste irgendwie 20. Kann ich mich nicht wehren? Ihr dürft noch ausweichen. Doch, ihr dürft ausweichen. Also, ihr dürft ausweichen. Ihr dürft versuchen auszuweichen. Stimmt. Was wirft man dann? Auf einen Ausweichenwert oder auf, ja, wie Mordi gesagt hat. Wäre Shaolin Kung Fu eine valide Fähigkeit? Ich hätte auch Nahkampf gesehen, ja. Ja, das ist, du müsstest da auch gelernt haben, auszuweichen. Eine 18, das ist geschafft. Okay, du schaffst es auszuweichen. Er rennt mit seinem Speer an dir vorbei. Ich hab's nicht geschafft, ich bin tot. Okay, du hast es nicht geschafft. Du bekommst 2 Schaden. Und ein 2d10. Einmal 12 Schaden. Ich sterbe. Er hat dich. Er hat dir seinen Speer, sagen wir mal, an den Arm. In den Arm gepiekst. Ah, mein Arm. Oh nein. Und ich dabei an der Schulter ziemlich stark verletzt. 12 Schaden ist mit einem D2. Das ist schon. Ordentlich. Er hat dich schon gut getroffen mit dem Speer. Nicht ins Herz, aber er hat ja schon eine schöne Wunde hinterlassen. Gut, dann seid ihr wieder dran. Der dritte, der ruht sich noch von der Schusswunde aus. Braucht eine kurze Pause. Ja, wer ist dran? Ich. Anne. Wer war als erstes dran? Ich glaube, ja, Anne war. Anne. Lass mich kurz gucken. Liegen dort Steine rum? Also, ja, ihr seid im Gebirge, da ist es liegen. Ja. Du darfst dir aussuchen, welche Form und Größe von Steinen da haben willst. Dann nehme ich mal einen. Ihr seid Faustgroßen, so, ja. Einen faustgroßen Stein und würde versuchen, auf einen der beiden zu werfen. Mit dem Stein. Okay, hast du da einen Wert drauf, auf den du werfen willst? Ich habe eure Charakterbögen leider nicht offen, habe ich nicht dran gedacht. Nein, ich hab keinen Wurfwert. Das ist der Basiswert. Dann würfe auf Standard handeln. Oh Gott. Ob du den Stein wirfst. Nein. Hätte mich irgendwie gewundert, wenn es schon. Okay, du wirfst den Stein, aber der landet direkt vor deinen Füßen. Der war dann doch ein bisschen zu schwer. Du hast dich ein bisschen überschätzt, was Steine werfen angeht, und hebst den Stein und wirfst den direkt vor deine Füße. Der nächste. So, ja. Ich schieße wieder. Ich versuche es trotzdem. Dann schießt du mal. Ich habe schon wieder. Alter! Du schießt schon wieder daneben. Der Next. Gut, ich würde mit meinem Nagelbrett. Du musst dir das vorstellen, wie ein Brett. Unten so eine Kante reingeschlagen, dass man es greifen kann. Und oben mehrere rostige alte Nägel ran. Okay, improvisierte Waffe. Natürlich, okay, immer. Ich würde versuchen, damit zuzustechen. Mit meinem üblichen Fechtenkampfwert. 93 trifft nicht. Ja, du haust an einem Kopf, das ist nicht kritisch, du haust einem am Kopf vorbei. Er hört ein leichtes Zischen an seinem Ohr. Das macht ihn wütend. Darf ich ihn noch beleidigen? Ihr habt angegriffen. Ah, ich bin noch dran. Okay. Ja. Hilft mir heute ein bisschen. Styx nimmt eine der kaputten Kugeln und schießt mit denen. Kaputte Waffen, improvisierte Waffen. Ja, 1W10 plus 5, sagt das. Ja. Genau. Ich schieße auf die gleiche Person, auf die ich vorher auch schon geschossen habe.
Ich treffe mit okay. 13. Mit derselben Kugel. Du schießt, auf die, schießt auf die schon angeschossene, die dort die noch weit hinten, mit hinten steht. Ja. Und du hast es geschafft, oder? Ja, habe ich. Okay, dann würfel deinen Schaden aus. Sie kann definitiv nicht ausweichen. Sie erholt sich noch vom ersten Treffer. Bei Schusswaffen darfst du im System generell nicht ausweichen. Eine 7. 8. Eine 8. Okay. Ist das, also du hast, was? Eine 8. Ich habe eine 3 gewürfelt und muss 5 drauf addieren. Was? Ach, ein D10 plus 5, ja, okay, na. Eine 8. Wie viel hast du vorher gemacht? 18? Nee. Schaden. Ich muss gerade mal gucken, wie viel du vorher gemacht hast. Eventuell. 30. 34 und jetzt hast du 8 gemacht, das ist. Könnte ich rennen. Könnte ich rechnen. 42. Okay, ja, der geht's schlechter. Die bleibt nochmal, die bleibt erstmal noch stehen. Die verkraftet jetzt gerade noch den zweiten Schuss. Hast du nicht ins Herz und nicht ins Kopf getroffen, aber die kommt erst, die bleibt erstmal noch zurück. Die greift euch erstmal nicht an. Die Person. So, aber jetzt sind die anderen beiden noch dran. Die sehen, was ihr mit ihrem Kompagnon gemacht habt. Die greifen euch jetzt an. 2D100. Mal schauen, ob sie es schaffen. Die sind heute gut. Die sind heute gut. Die schaffen das. Auch so gut würfeln. Die schaffen das beide sehr gut. Die greifen euch an. Und zwar, die greifen... Da ja, die bringen mich um. Die 2 und die 1. Die bringen mich um. Das ist im Discord. Das ist echt der Nick und Modi. Einmal Harald und. Carlo. Ja, ich weiche tanzenderweise aus. Versuch's. Würfel drauf. 17. Hast du ja. geschafft? Ich hab's nicht geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Gut, dann schaffst du, dann kriegst du Schaden. Und in dem Gebiet habe ich sowieso noch einen Vorteil, also ja. Ja, ihr denkt an eure Vor- und Nachteile. Die hab ich gerade nicht im Blick. Was für Vor- und Nachteile? Ich hab im Moment, weil gegen Wasser, Gegenteil von Wasser ist Feuer. Der das heißt, Feuer ist ihr seid im Feuergebiet, das heißt, derjenige, das feurige Amulett hat, der erschwerte Proben, bitte. Ach so, ja. Das erschwert okay. bedeutet, ich hab sowieso nicht geschafft. Du kriegst 16 Schaden. Carlo kriegt 16 Schaden. Wieder sehr gut getroffen mit dem Speer. Was die nächste Wunde. So, dann seid ihr wieder dran und angreifen. Es stehen. Die stehen noch. Die sind scheinbar sehr gut vorbereitet. Ich würde es nochmal probieren mit dem Stein werfen. Versuch's nochmal, das letzte Mal hat ja sehr gut geklappt. Mhm. Nein, wenn du mich jetzt triffst, dann hasse ich mein Leben. Nein, nicht versuch's geschafft. Mal. Okay, das ist sogar ein kritischer Treffer. Das ist ein kritischer Misserfolg. Ein noch schweren Schwert. Das bedeutet eigentlich Schaden an dir selbst. Ja, du nimmst einen Felsen und versuchst ihn hochzuheben, aber der fällt. Du merkst, dass du nicht die Kraft hast und der fällt dir selbst auf den Kopf. Fällt ja, der gleitet dir aus den Händen und fällt dir auf den Kopf. Würfe dir mal selbst einen D10 Schaden aus. Die Hälfte. Ich hatte gehofft, das knackt im Rücken. Minus 3 gebe ich dir, minus 3. Was dann? Ich bin gütig. Ah ja. Zieh dir 3 Schaden Abstand davon. Okay. Gut. Anne war dran, dann ist jetzt. Hallo again. Er Carlo schießt wieder. Hat ja das letzte Mal so gut geklappt. Ich hab schon wieder nicht getroffen. Du schießt daneben. Was ist denn heute los? Letztes Mal. Du schießt. Das ist halt irgendwie. Das zu viel. Ich hab zu viel gesoffen. Zu viel gesoffen, du schießt daneben. Mit deinem Trommelgewehr. Du ballerst in die Luft. So, dann wäre jetzt. Kriegen Angst. Harold wäre, glaube ich, dran.
Ja, ich bin dran, ich mache dieselbe Aktion nochmal. Beziehungsweise, erlaubst du mir, in dem Zug zu sprechen und anzugreifen? Kommt drauf an, was du machen willst, was du sprechen willst. Ich würde die noch gern versuchen zu beleidigen. Das kannst du machen, während du auf sie losrennst. Alles klar, sehr gut. Dann würfel ich einmal auf den Angriff. 77, das ist... Dann spiel es aus. Erleichterung war plus 10, oder? Erleichterung war plus 10 auf den Wert und Erschwerung war der linke Wert im Charakterbogen. Dann habe ich es nicht geschafft. Dann benutze ich einen von den Dingens, von den Geisteswitzpunkten, einfach damit ich es mal benutzt habe. Nämlich den einen, den ich habe. Na, stimmt, da gibt's ja welche. Wow! Hast du nicht geschafft. Okay. Erstens habe ich du nicht darfst geschafft, dann darfst du jetzt gerne, du darfst dich jetzt gerne schlecht beleidigen. Nein, das war der Geistesblitzpunkt. Ich würde auf entmutigen würfeln zum Beleidigen. Nee, du hast nur einen Zug. Du hast deinen Zug verkackt. Na gut, dann. Wieso würfel ich zweimal hintereinander fucking 77? Das gebe ich dir, du bist beleidigend an ihn vorbeigelaufen, hast dein Brett in den. hast mit dem Brett auf Stein gehauen. Gut genug. Sie fühlen sich beleidigt, aber sind auch irgendwie ein bisschen. Sie fühlen sich verwirrt. du hast den Stein beleidigt. Du hast sie beleidigt und den Stein geschlagen. Das ist etwas verwirrend. Was macht dieser Typ? Fucking 77, ey. Das ist echt merkwürdig. Ist das überhaupt möglich? Scheinbar ja. So, aber Styx wäre jetzt dran. Und einen Geistesblitzpunkt hast du für verschwendet. Tja. Die haben wir nie benutzt sonst. So, Styx. Styx schießt wieder auf den gleichen, wieder mit einer bereits benutzten Kugel. Okay. Ich treffe. Ich darf nicht ausweichen. Einmal Schaden auszuführen. Das sind 14. Plus 5, jo. Es müssten jetzt 14, 45 war es, glaube ich, von, oder 42. Wie viel hattest du die ersten beiden Male? Beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, 34, dann 8, das sind 42. 42 ja. Plus 14 sind 56, ich würde mal sagen, der ist tot. Ich geb's dir, weil der hatte 60 HP. Wenn du drauf bestehst, den wirklich, also der ist jetzt erstmal. Oh, definitiv nicht. Wenn du drauf bestehst, jetzt noch, also der steht nicht mehr auf, sagen wir mal so. Diese Kreatur also, kann langsam vor meinen Füßen verbluten. Der kann gerne, also wenn du. Wenn jetzt weiter mit den Kämpfen bist, aber der kämpft nicht mehr gegen euch. Auf keinen Fall kämpft er noch diese gegen Kreatur euch. Diese Kreatur ist es nicht würdig, die Geheimnisse der anderen Seite zu erfahren. Ich glaube, die erfährt er gerade sowieso. Gut, die anderen beiden stürzen auf euch zu. Ihr habt seinen Kameraden getötet. Und mal schauen, ob sie es schaffen, euch anzugreifen. Wahrscheinlich greife ich jetzt beide an. Nö, die schaffen es erstaunlicherweise beide nicht. Die rennen an euch vorbei und spießen einen Stein auf. Ja, damit seid ihr wieder dran. Die Chance wirft wieder einen Stein. Drehst dich um und wirfst einen Stein. Dann versuch's. Wirf halt auf. Nö, ich hab ja noch mein kleines Taschenmesser bei mir dabei. Ich würde tatsächlich auf. Sind die beiden Leute nebeneinander? Die Gegner? Oder also, gerade in diesem Moment sind sie nebeneinander eingeschlagen. sind. Gut, dann werf ich einen Stein. Dann tu das. Oder tu es nicht. Nein. Hast du nicht geschafft. Okay, du wirfst einen Stein in die ungefähre Richtung von ihnen. Und schalte mal deine 3D-Waffe an. Okay. Ich schieße noch einmal. Dann schieß noch mal. Vielleicht schaffst du es diesmal. Ich hab dich getroffen. Du hast heute Schnaps gesoffen und du schießt daneben. Ich glaube, ich habe keinen Schnaps gesoffen. Ich glaube, das ist das Problem. Irgendwie heute... Ich habe Kopfschmerzen, das geht gar nicht. Vor allem ist das noch eine 77. Wir würfeln heute oft 77. Ja, ich habe erstmal zweimal 88 und 88. Keine Ahnung, was da heute los ist. Roll 20.
Und davon 44. Was ist denn das? Merkwürdig. Wir lieben Schnapszahlen. Wir lieben wohl den Schnaps einfach zu sehr. So, wer ist denn jetzt dran? Jetzt müsste Harold dran sein. Auf geht's. Da ich zweimal daneben geworfen habe, würde ich meine Aktion benutzen, um was Bestärkendes. Wer hat nochmal die ganze Zeit daneben geschossen? Der liebe Carlo. Der schießt, der ballert die ganze Zeit in die Luft. Irgendwas Bestärkendes zuwürfeln und ermutigen würfeln. Du ziehst dir aber die Schüsse ab, also das sind Schüsse in die Luft, die da. Die fehlen ja an Munition. Oh mein Gott, ich ermutige kritisch. Ja, mutig. Du schaffst das, los. Der nächste trifft und zwar was anderes als den Stein. Nächste Probe Erleichterung. Auf jeden Fall. Gibt's nicht noch mehr als bei der 4 vielleicht 2 Runden Erleichterung? Du kriegst eine doppelte Erleichterung, Carlo. Das gebe ich dir beim nächsten Schuss. Ja. Vielleicht triffst du diesmal. Diesmal treffe ich eine 99. Also denn plus 20 würfelst du dann. Nee, du würfelst nicht plus 20, sondern dein Wert plus 20 nimmst du dann. Okay. Ja. Doppelte Erleichterung. So, dann ist Dix dran. Der hat zumindest getroffen. Willst du den nächsten erschießen? Richtig. Dann schießt. Das trifft tatsächlich nicht. Du schießt vorbei. Dann habe ich keine kaputten Kugeln mehr. Die Kugeln hast du verschossen. Benutzen. Davon habe ich nicht mehr so viele. Carlo hat jetzt auch welche verschwendet. Hä, hey, was? Nein. Mm-mm. Doch, du hast in Luft geschossen, nicht Kugeln sind. Nee, das nehme ich nicht an. Ich habe alle getroffen. Zumindest stelle ich mir vor, ich habe alle getroffen. Du hast kannst dir gerne was du treffen wolltest. Wir wissen nur nicht, was du treffen wolltest. Genau. Kannst dir gerne so vorstellen, aber jetzt sind die dran, die beiden Überlebenden. Die greifen an. Mal schauen, ob sie das machen. Vielleicht mal noch einmal. Was habe ich jetzt gewürfelt? 42. Der eine schafft es, der andere nicht. Okay, der eine greift an, der andere rennt vorbei und greift den nächsten Stein an. Komm, der trifft eh wieder mich. Wen trifft der andere? Die Nummer 1. Das ist Carlo. Carlo wird hier heute sehr gut getroffen. Du darfst aber versuchen auszuweichen. Ja, ich versuch's. Krieg darauf auch eine Erleichterung oder nur aufs Schießen? Willst du deine Erleichterung jetzt dafür einsetzen? Nee, ich nehme sie nicht dafür. Ich schaffst du es auszuweichen? Ich schieß beim nächsten Mal gut. Ich weiche auch. Schaffst du es auszuweichen? Ja. Okay, das ist gut. Na dann. Dann. Ja. Weich da den Leuten, die mit einem Speer angeraunt rankommen, aus. Ich lass mich einfach fallen, weil ich habe keine Kraft, mich anders auszuweichen. Ich lass mich einfach fallen. Du machst einen sehr schnellen Schritt leicht zur Seite. So, dann müsste jetzt wieder Anna dran sein. Wo sind denn die zwei jetzt räumlich gesehen? Ich glaube, der eine ist hinter Carlo. Falls das eine Rolle spielt, die müssten jetzt. Wir haben keine Battlemap, also ist die Location egal. Okay. Also die müssten sich jetzt neben euch befinden. Wenn ihr dort stehen geblieben seid. Dann würde ich den nehmen, der an Carlo vorbeigerannt ist. Wird mein Messer rausziehen und versuchen, da einmal mit dem Messer drauf zu hauen. Hast du einen Wert auf Messer? Ja, habe ich tatsächlich. Dann nutze den. Hast du denn ein Messer überhaupt? Ja, habe ich. Ja, ein kleines Taschenmesser. Ein kleines Taschenmesser. Das macht so viel Schaden wie eine. Das hat keine Waffenwerte. Du kannst mit einem W6 drauf. Nee, du hast mir Waffenwerte dafür gegeben, tatsächlich. Ich habe die Waffenwerte für ein Taschenmesser gegeben. Weil ich dir keine Waffenwerte hat. Ich habe dir vielleicht Werte auf ein anderes Messer gegeben, was du in der Tasche hattest. Nein, das bin ich. Du hast mir damals bei einem anderen Charakter auch einen Wert auf das Taschenmesser gegeben. Es war nicht viel, aber es war da. Du hast mir keinen Wert gegeben, weil mein Wert ist schon in der Hosentasche. Hat das ein D10, dann ist das eine 2. Das ist ein Taschenmesser, du hast da keine 2, das ist kein. Es ist trotzdem immer noch eine scharfe Klinge.
Egal, ich habe eh nicht getroffen. Okay. Das müssen wir nochmal verhandeln. Das ist kein Kampfmesser, das hat nicht 2d10 Schaden. Aber. Hast du dich jemals in deinem Leben mit einem Küchenmesser geschnitten? Das ist ein Taschenmesser. Das ist mit einem Taschenmesser. Das ist schlimmer. Das ist tatsächlich schlimmer. Ich habe sehr viele davon und ich habe mich schon oft genug damit geschnitten. Egal, ich habe nicht getroffen. Weiter geht's. Okay, ich schieße. Dann schieß. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Du hast getroffen, mit 78 ist ja großartig. Ja, nur wegen der Erleichterung. Okay, dann würfel mal deinen Schaden aus. Du darfst endlich mal. Das sind 8 wie 10. Ach, danke. Wie viele Schuss möchtest du verschwenden? Ein. Achso, stimmt, das mache ich ja erstmal. Muss ja erstmal würfeln. Ne? Lass mal würfeln, wie viele Schuss du da, wenn du mehrere machen willst. Ja, 2. 2 Schuss. Und dann den Schaden. 8. Hallo. 8 wie 10 sind's. Eigentlich doppelt. Weil du 2 Schuss gemacht hast. Ja, das darf ich jetzt zweimal dann würfeln. Hm. Der rollt nicht. Der lädt. Jetzt. Oha. Einmal 48, einmal 44. Ja, die Person, auf die du geschossen hast, was war das jetzt hier? Ah, nee, warte. Okay. Jetzt hast du nochmal gewürfelt. Egal, die Person, auf die du geschossen hast, ist tot. Also 48 und 44, ja. Ganz egal, was die Person ist, tot. Du hast sie durchlöchert. Das habt ihr davon, mich anzugreifen! Es ist so, einer bleibt noch. Da ist jetzt, glaube ich, jetzt ist Harold dran. Auf den einen Überlebenden. Ich kämpfe. Du könntest doch alternativ an dem einen, der noch röchelnd am Boden liegt, könntest du noch angreifen, wenn du unbedingt willst. Nee. Der ist noch nicht tot, aber... Ich glaube, mit der 5 treffe ich den anderen. Ja. Ist eine 5 schon kritisch oder erst ab 4? Eine 5 ist kritisch, ja. Das heißt, du hast doppelten Schaden. Ich mache mal doppelten Schaden. Doppelter Schaden. Gut, wie viel hatte ich nochmal an Werten? Ich glaube 1W6 plus irgendwas, ne? Ne, 1W10. 1W10 plus 5. 1W10 plus 5. Mal 2. Also 12. Ja, das ist, der sagt aua. Ich habe ihn gepiekt. Du hast ihn schön gepiekst. Ja. Jetzt ist Styx dran. Müssen wir mal eine Liste mit Styx Verletzungen machen. Styx versucht mit deren Shaolin-Fähigkeiten eine der Personen auszunocken. Es ist nur noch eine da. Ja, eben genau diese. Dann ein D6 auf deine Faust. Also, ich dachte, ich würfel jetzt erstmal, ob ich mit Shaolin funktioniere. Ja, würfel drauf, ja, ob du schaffst. Ja, 16. Okay, deine Faust hat ein D6 Waffenwert. 2. Okay, du schaffst ihm, du haust ihm ordentlich eine rein. Sehr gut. Er ist noch wütender. So, dann wäre jetzt Styx war dran, dann, das heißt die Karre, wenn mich nicht irre sind, die ist der Kannibal jetzt dran. Versucht anzugreifen und er trifft überhaupt keinen. Schade eigentlich. Er ist scheinbar von dem Schlag sehr, sehr getroffen. Und er sieht nicht mehr gerade und läuft an euch vorbei. Dann wäre wieder einer dran. Wie auf den Käse. Okay, hast es geschafft. Was auch immer du wolltest. Was hast du getan, Anne? Anne kann nicht reden. Anne ist gemutet. Anne, du bist muted. Ah. Ich hab's nicht geschafft und ich würde an dem Menschen drin vorbeilaufen wahrscheinlich.
Okay, was wolltest du tun? Was hast du nicht geschafft? Ich wollte mit meinem Messer einmal draufhauen und hab's nicht geschafft. Okay. Dann. Wer war dran? Carlo war dran. Carlo. Diesmal wieder einfacher Wurf. Kein also. Vorteil. Ja, ich hab eine 100 gewürfelt. Ja, auch sehr schön. Warum würfelst du doppelt? Das ist ein kritischer Misserfolg. Beides übrigens. Das ist beides ein kritischer Misserfolg. Wie ja. auch immer, du schaffst es, du hast dir, kennst du dieses amerikanische Video, I'm fucking shot myself? genau das passiert dir. Du darfst einmal würfeln, wie oft du dir, wie viele Schuss du dir selbst geschossen hast. Herzlichen Glückwunsch, dass dich zweimal getroffen. Was ist denn los mit euch? Würfel deinen Schaden aus, wie stark du dich ins Knie geschossen hast. Hast du denn noch die AP dafür? 35? Du ziehst dir 35 Schaden ab? Hey, warum würfelst du doppelt? Ich weiß nicht, warum das manchmal doppelt klingt. Zwei Schuss. Ach du Scheiße. Ach, zwei Schuss, ja, dann hast du die HP noch. 71 Schaden, ich habe 1 HP. Leute. Jetzt an dieser Stelle? Oh, in dem System ist ich habe jetzt ein HP. Jetzt in dem Moment hast du ein HP? Ja, ich habe jetzt in dem Moment ein HP. Ich hatte gerade 72 jetzt, Leben, jetzt habe ich 71 Schaden bekommen. Hör mir zu, du bist jetzt erstmal ohnmächtig. Das wärst du schon früher gewesen. Ich habe 72 HP. Bei unter 10 bist du ohnmächtig. Du bist auf jeden Fall jetzt erstmal... Ja, ich bin ausgenockt. Du bist ausgenockt. Wo hast du dich geschossen? Ich hab keine Ahnung, Alter. Mitten ins Knie. Auf einen Stein und der Querschläger durchs Auge. Du hast dich zweimal in dasselbe Knie geschossen. Ich kann nicht mehr laufen, für immer. Ich war aufs Knie. Gut, dann die beiden, die noch im Kampf sind, die anderen, die noch im Kampf sind, die drei. Nach Anne ist es, glaube ich, Carlo war jetzt dran. Carlo hat sich selbst geschossen. Dann müsste jetzt Haro jetzt dran sein. Mich eigentlich nicht zu schlagen, aber... Willst du mal versuchen, deinen Teamkameraden irgendwie zu heilen? Hast du da irgendwas drauf? Nein, ich bin... Oder? Warst du nicht der Support-Charakter? Ich könnte ihn kochen. Warst nicht der Support-Charakter, der Leuten hilft? Ja, aber nicht Medizin. Ich könnte was herstellen, ich könnte für ihn tanzen. Ja, ich verblute langsam. Ist okay. Ich wollte eh nicht leben. By the way, ich will versuchen, den Typen abzulenken, damit er mich angreift und nicht auf den am Boden liegenden geht. Carlo war jetzt bisher schlecht, wenn der jetzt nochmal angreift und Carlo nochmal trifft, dann... Autsch. Ja genau, ich würfe jetzt einfach mal auf Ablenken, ob ich ihn ablenken kann. 66, ich habe aktuell Vorteil. Das Ablenken, das habe ich genau um 2 nicht geschafft. Okay, er fühlt sich. Du wedelst mit definitiv den am Boden liegenden Angreifen. Du wedelst mit den Armen um dich. Jetzt wird er dich auf keinen Fall angreifen. Also, falls du gewürfelt wirst, wird auf jeden Fall der nächste angegriffen. Du wirst auf jeden Fall. Du wirst nicht angegriffen. Der nächste bin nicht ich, das ist okay. Also, Harold wird in der nächsten Runde. Harold ist in der nächsten Runde geschützt, er wird nicht angegriffen. Okay, das muss ich mir notieren. Wenn ich den nur verkacke, dann bin ich für die Runde geschützt. Ja, aber nur in diesem Fall, weil du ihn ablenken wolltest. Ja, genau, wenn ich auf Ablenken würfel, das notiere ich mir. Das nutze ich als Combat-Fähigkeit. Ja. wenn ich das gegen... pulle oder ich stoße ab. Das merke ich mir. Gut, der nächste ist dann Styx. Das gleiche Spiel nochmal, ich versuche zuzuschlagen. Zuzuschlagen? Shaolin-Fähigkeiten. Okay. Kritischer Erfolg. Jawohl. Gut, dann würfel doppelten Schaden aus. 4. Okay. Wie viel hat der noch? Der hat jetzt. Ja, der steht noch ordentlich. Das ist dem geht's noch relativ gut. Es war ein besonders großer. Er reißt jetzt auch das Hemd auf und hat nur noch ein Sixpack darunter. Der ist noch relativ fit. Und er greift dich jetzt. Und er greift jetzt an. Go, go, go. Bitte töte mich, bitte töte mich. Er schafft es und mal schauen, wen er angreift. Ey, ich werde nämlich jetzt umbringen.
Oh, eine 1. Meisterwillkür. Fantastisch. Der Bob kann ja gar nicht würfeln, ich bin tot, ich kann nicht ausweichen. Aus ihrer ja, Kante schützen. Ja. Ja, kann ich nicht. Was soll ich da, was soll ich da jetzt machen? Er hat es geschafft. Gib dir virtuell die Hand. Bis zum nächsten Mal. Diese komischen Sonderpunkte, die wir haben, können wir dir auch einsetzen. Nein, das sind die eigenen Würfe. Tja, du kriegst 10 Schaden, Kado. Ja, ich bin tot. Ich habe minus 9. Soll ich nebenbei den 100-jährigen alten Mann erstellen? Dann danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitspielen. Es hieß von Anfang an, ihr könnt in Noreal nicht sterben und du bist tot. Verdammt, nochmal bei einem Random Encounter. Ja. Wann komme ich zurück? Du darfst jetzt gerne dich muten und zuhören. Kannst du gerne im Chat dabei bleiben. Du kannst in Noreal Teil 2 am nächsten Wochenende, da kannst du gerne wieder mit einem neuen Charakter. Nächstes Wochenende schon, was? Ja, nächstes Wochenende. Du kannst mit einem neuen Charakter gerne einsteigen. Noreal 2. Das kriegen wir hin. Kado ist jetzt hinüber. Well. Ja. Danke fürs Mitspielen. Es war eine schöne Zeit. Tut mir jetzt schrecklich leid, dass es tot ist. Tod ist tot. Charakter ist tot. Das ist der erste Character-Kill außerhalb von Cthulhu, den ich je erlebt habe. So passiert das halt. Aber auch so richtig unnötig, ich habe mich selbst umgebracht. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich glaube, das nächste Mal bin ich ein Russe. Und mir passiert sowas nicht mehr. Ich habe da Schießen 100. Das sag ich jetzt schon. Gut, wir machen dann nächste Woche irgendwann noch Charakterdarstellung. Ich hatte gehofft, deine letzten Worte sind hast du morgen, mein Browserverlauf. Nein. Hast du morgen Zeit, Nick, dass wir einen Charakter erstellen können? Ich muss mal schauen, wir schreiben noch. Okay, na dann, vielen Dank fürs Mitspielen. Wir machen dann zu dritt weiter. Doch, euch noch viel Spaß. Ja, cool. RIP. Ich würde dann rüber zu Carlos Leiche laufen. Wir haben da immer noch einen Gegner. Ja, ich habe noch einen Gegner, der dich gerade angegriffen hat. Der steht noch und der... Achso, soll ich euch noch alle Items geben, die ich habe? Die können sich den Encounter überleben. Die können sich gerne looten. Ich schreib's einfach mal in den Chat rein. Mach das. Ja, hau mal deine Items in den Chat. Ja gut, dann. Ich überlege, was für eine Waffe ich aus dir bauen kann. Ich bin da mal etwas Wut entbrannt und würde auf den Kannibalen loslaufen mit meinem Messer. Gucken, was es wird. Nein. Hast du nicht geschafft? Nein. Okay, du verfehlst ihn. Dann ist jetzt nach Anne ist jetzt Harold dran. Ja, oh, ich bin sauer. Kado ist nicht mehr. Ich habe nur improvisierte Waffen, die sind scheiße. Leute, das ist ein Random Encounter. Nee, ist schon erfolgreicher als jeder Boss bisher. Ja. Ich würde. Wer ist nach mir dran? Die haben alle 60 HP, die Gegner. Wie gesagt, ich habe die Übersicht gerade ein bisschen verloren. Wer ist nach mir dran? Ich würde dich mal versuchen, ermutigende Worte zuzurufen. Und bin dabei so misserfolgreich, dass ich sowas sage wie. Das ist aber kein kritischer. Sinnlos. Das ist aber kein kritischer Misserfolg, deswegen normaler Wurf. Ja, war halt eine gewählte Runde. Okay, dann ist das Dix dran. Und der kriegt diesmal eine richtige Kugel ab. Yep, let's go. Ich schieße daneben. Du schießt einen Penis in den Boden. Der Fluch geht weiter. Das ist ein 69. So, dann ist jetzt derjenige dran. Schafft er es anzugreifen? Ja, er schafft es anzugreifen und er trifft die 3. Das ist jetzt 1, 2, 3. Das ist Thorin. Ich versuche wieder auszuweichen.
Versuch auszuweichen. Bin nicht erfolgreich. Der nächste Tod. Du weichst nicht aus, du kriegst den Schaden. 2D, nein, nicht 2D12, ignoriert das. 2D10. Du kriegst 6 Schaden. Geht ja noch. Damit wäre dann wieder einer dran. Also ist der kein Ärger, ist der Gegner gerade weg von Carlos Leiche. Du bist dran, greif an. Gut, ich mach dasselbe wie letzte Runde. Nein. Dass der Kampf so lange dauert, hätte ich nicht gedacht. Kaule hätte gut getrut treffen können. Du hast nicht geschafft, hast nicht angegriffen. Okay, dann. Ich hab angegriffen und uns ist nicht geschafft. Okay, dann ist Harold dran. Ja. Ich versuche anzugreifen. Greife nicht an. Gut, dann Styx. Machen wir das mal ein bisschen schneller hier mit diesem Random Encounter. Nein. Noch ein Schuss. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Versuch das. Ich treffe. Du triffst. Dann würfe den Schaden aus. 28. Okay, mein etwas. 28 plus 18. Ja, ist ordentlich verletzt. Greift in der nächsten Runde erstmal nicht an. Das heißt, dann seid ihr wieder dran. Ich probiere es noch mal mit dem Messer. Okay. Du schneidest dich selbst. Okay, das heißt 1d10, ne? Oder 2? So, 2d10. Du wolltest auf Dörter, du hast mit deinem Messer 2d10 Schaden angegriffen. Okay. 2d10 Schaden bei dir. Oh, ja. Ist 13 Schaden. Du siebest dir in die Hand. Auch tot. Ich hab doch ein bisschen HP. So ist es. Unter 10, sag mir, wenn ihr unter 10 seid, dann macht er. Dann macht er den Ohnmächtigen. Gut. Mori, ne? Das verhindert zumindest, dass er angreift. Ich versuche erneut anzugreifen. Ich schaffe es tatsächlich. Yay. Mhm. Womit greifst du an? Immer noch mit meiner improvisierten Waffe. Ich habe nichts anderes, weil ich bin eigentlich kein Kämpfer. Na dann. Ich mache 7 Schaden. Sehr gut, 7 Schaden. Dann 53, ja, der ist noch nicht tot, aber der ist auf dem Weg dorthin. Jetzt kommt Styx. Styx, darfst ihm das letzte geben. Noch eine Kugel. Das ist ein kritischer Fehlschlag, spaßig. Au. Oh. Verdammt. Du machst dir selbst gut. Schaden. Schaden auf dich selbst. Würfel deinen Schaden aus. 30. Kriegst 30 Schaden. Eieiei. Das sind noch nicht mal die Bosskämpfe. Ich hab noch 40. Nicht 40, 60. 61. Also zwei kritische Fehlschläge hast du noch, willst du damit sagen. Gut, dann ist jetzt er mal wieder dran. Mit letzter Kraft rappelt er sich nochmal auf und. Oder sie. Und greift an. Und das ziemlich unerfolgreich. Nein, schafft es nicht anzugreifen. Damit wäre wieder einer dran. Ich würde zu Styx laufen und versuchen, seine Wunde irgendwie zu versorgen. Also ich habe noch Verbände und so ein Kram. Du hast Heilerfähigkeiten? Hab ich nicht, ich hab einen Verband. Würfel auf den Basiswert. Ist das Handeln, oder? Ja. Oh gut, aber da war gerade eine Hand geschossen und dann verletzt. Und du hast
Du bist nicht. Egal. Der ist jetzt tot. Nee. Ja, schafft es nicht hin zu verarzten. Das klingt hier nicht. So, dann ist Harold dran. Ich ganz ehrlich, für den Stall, weil ich keine Fähigkeit darauf habe, ich würde versuchen, ihm einfach nur richtig derbe in die Fresse zu schlagen. Mach das. Das heißt, ich würfel auf den Basiswert. Das ist 34. Hast du geschafft? Gucken. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich hätte eine 22 gebraucht. Okay, du verfehlst ihn. Du haust daneben. Dann Styx müsste jetzt dann sein. Here we go again. Ich versuche das ganz einfach nochmal. Ich treffe, schieß wieder daneben. Spaßig. Du verschwendest schon Munition. Wie viele Kugeln? Ja, ich weiß, aber ich habe leider keine andere Möglichkeit. Keine Sorge, wir haben noch ein Trommelgewehr da auf dem Boden liegen, was wir am Kampf kriegen. Verschwend ruhig. Gut, damit kann ich nicht umgehen. Du hast Munition verschwendet. Da ist jetzt er wieder dran. Sagen wir mal einfach, ist es näher. Nö. Verkackt. Gut, dann diesmal würde ich wieder versuchen, mit dem Messer auf den Tropf einzustechen. Nein. So, nächst. Harold. Du willst deine Pfanne wieder auspacken. Die Pfanne war sehr effektiv. Nö, ich versuch's nochmal mit dem Brett, was ich noch in der anderen Hand halte. Die Pfanne war aber eine stärkere Waffe. Die machen alle exakt gleich viel Damage. Ja, egal. Nur 5 treffe ich. Ist das nicht kritisch? Ja, ist es. Das ist kritisch. Das sind Schaden, das ist ordentlich. Das macht ihn alle. Du hast ihn mit deinem Brett. Ich steche ihm in den Hals. Du hast ihn erschlagen. Oder erstochen. Der Typ ist tot. Ich habe ihm mit einem Nadel die Halsschlagader durchtrennt. Ja. Gut, da liegen jetzt 3 tote Kannibalen vor euch und ein toter Carlo. Ich würde gerne alle möglichen verschossenen Munitionen, die meiner Munitionsart entsprechend, aufsammeln. Ihr habt jetzt erstmal Zeit. Es ist alles deklariert als Munition, das heißt, in dem Universum müsste es passen. Gut. Ihr habt jetzt Zeit, erstmal euren toten Begleiter zu betrauern und ihn zu looten. Ihm eine würdige Bestattung zu vorbereiten. Ich stelle mich an ihn heran. Und spreche eine Art Gebet, auf das sein Geist und seine Seele übergeben werden an den ewigen Fluss und die andere Seite erfolgreich finden mögen. Styx, du findest 15 kaputte Munition. Vorzüglich. Ich stelle mich neben Styx und halte meine Hand auf die Brust und halte eine Schweigeminute. Er hat Munition bei sich, kann ich die mitnehmen? Ihr könnt looten, teilt es untereinander auf. Wenn ihr möchte einer von den Anwesenden sich an seinem Gewehr versuchen? Nee, bloß nicht. Ich würde mir seine Zigarren und sein Feuerzeug nehmen und würde der Schildkröte, die ich immer noch bei mir trage, eine Zigarre anzünden. Okay. Inventarplatz. Okay, sie stirbt nicht an Lungenvergiftung. Jetzt ist sie süchtig. Sie stirbt nicht an dem Rauch, den sie einatmet. Ich würde das Koks und die Munition mitnehmen. Darf ich das? Ich müsste noch genug Inventarplatz haben. Wenn ihr Inventarplatz frei habt, dann könnt ihr mitnehmen, was ihr wollt. Wenn die anderen damit einverstanden sind, es euch nicht aus den Fingern reißen. Ja, ich habe gerade noch genug dafür. Ich würde sein Anzug, Jackett und die 2 Hände mitnehmen. Wow. Du kleidest die Leiche. Wir sollten ihn vielleicht mitnehmen und keine Ahnung, begraben. Ich möchte hier nicht graben. Es ist, denke ich mal, ausreichend, wenn wir Steine... Wir können ihn auch im Vulkan bestatten, so ist nicht... Nee, aber wir können doch einfach Steine sammeln und die drumherum aufbauen. Durchaus sinnvoll. Ein Hügelgrab könntet ihr machen. Dann so. Genau. Ist durchaus. Genau. Wobei, mir fällt gerade auf, brauchen wir für einen von den Dämonen nicht ein Opfer? Aber das funktioniert technisch nicht mehr. Nicht besser als
naja, schon so ein leicht angefaulter. Ja, gut. Ach ja, apropos, ich würde mir so einen Stein noch nehmen. So einen Stein? Dieses Ding, was jeder von uns hat. Das Armband. Wichtige. Sein Amulett. Story-Item. Beste ja. Item. Das würde ich mir einfach mal mitnehmen. Was für ein Element hat er da? Feuer. Das ist. Oh, cool. Damit habe ich jetzt beide. Eine... Ich glaube, es müsste Feuer gewesen sein. Ja, es war Feuer. Gut, ich glaube tatsächlich, dem widerspricht nichts. Also von meiner Story her müsste das funktionieren. Wir brauchen das. Das müsste funktionieren. Okay. Das dürfte. Ich bin jetzt neutral. Theoretisch ist das an den Spieler gebunden, aber da der tot ist. Es müsste. Du darfst das an dich nehmen. Das ist erlaubt. Ich würde dann anfangen rumzugehen und Steine zu sammeln, die man dann schön um und auf ihn drauflegen kann. Auf Carlo. Ja, ich helfe dabei, nachdem ich das eine wichtige Item genommen habe. Gut, da müsst ihr nicht drauf würfeln. Ihr habt genug Zeit, ihr schafft es, ihm ein würdiges Hügel abzubauen. Styx, wie geht's eigentlich deiner Hand? Gut, wollt ihr noch irgendwas? Ich gebe euch jetzt werde mal. Ich überleben. Ich gebe euch die Möglichkeit, ihr könnt jetzt mal was essen, ihr könnt mal. Ihr, ja, könnt, ihr könnt eine Pause machen, ihr könnt eine Rast machen und könnt mal ein bisschen schlafen, um mal ein bisschen zu regenerieren und so. Ja, ich wollte gerade das machen, was ich die ganze Zeit beim letzten Mal schon gemacht habe, aber dauernd überhört wurde. Ich würde das Ei aus dem Flugzeug essen und den anderen den Bulgursalat, den ich irgendwann gefunden habe, anbieten. Dankeschön. Sekunde, du isst das Ei. Warte mal, wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen? Eine Woche? Hm. Es ist kein gutes Ei, aber es ist da. Du darfst da regenerieren, sagen wir. Es schmeckt nicht mehr gut, aber du darfst da regenerieren. Von. Wir sind, glaube ich, 3-4 Tage da. Das geht noch. Achso. Es schmeckt nicht mehr gut, aber es ist noch essbar. Styx, möchtest du eine Ibu haben? Und halte ihm so 2 Tabletten hin. Ja, nein, vielleicht. Haben wir noch irgendwelches anderes Essen? Ein Bulgursalat. Nein. Und ihr müsstet noch Menschenfleisch haben und Mordi müsste, glaube ich, noch sein Charakter müsste noch ein bisschen Fleisch von irgendwie anderen Tieren haben. Nein, das habe ich mir mit unter Rationen aufgeschrieben, die haben wir verbraucht. Okay. Wir hatten aber Vorräte für extra hier mitgenommen. Weiß das aber nicht, wer die hatte. Das Menschenfleisch habt ihr auch schon aufgegessen, oder? Nein, das hat irgendwer von uns. Spoiler Alert, es liegen hier 3 frische Leichen rum. Hm. Wollen wir sie zubereiten? Ich kann nicht kochen, aber ich glaube, Ich kann euch auch Tiernahrung anbieten. Wollt ihr weiter Menschenfleisch essen? Ich muss es nur mal wissen, das hat vielleicht Auswirkungen. Diese ganze Insel. Ich glaube, unsere mentale Stabilität ist eh schon im Arsch. Wollt ihr euch wirklich aktiv dazu entscheiden, Menschenfleisch zu essen? Haben wir noch was anderes? Wir hatten doch Vorräte mit Verhasi, ich hab sie nicht. Ich weiß es nicht, ich hab nicht den Überblick über mein Inventar. Das müsst ihr selber haben. Haben wir die Vorräte liegen lassen? Wahrscheinlich. Ihr habt das, was ihr in eurem Inventar habt. Wir haben die wahrscheinlich an unserer letzten Raststätte liegen lassen, als der Bär zu uns kam. Ich glaube auch. Das kann sein. Oder wenn sie verbraucht, hatten aber nicht genug dabei, das ist auch möglich. Wahrscheinlich. Gut, dann heißt es, wir bereiten Menschenfleisch zu. Ich habe auch einen Bulgursalat, wie gesagt. Ja, gib her. Ja, nimm ihn. Styx möchte den ist den Bulgursalat. Wie viel Lebenspunkte regeneriere ich? Gibt er dir nicht einen üblen geistigen Schaden? Also Mordi, du darfst regenerieren. Ich glaube ein D10 war das. Ich habe keinen Schaden. Also du darfst aber trotzdem regenerieren vom Essen. Lass mich mal kurz gucken.
Das Ei hat, weil das nicht mehr das ist, das hat keinen, Glykosanat. Da hatte ich, glaube ich, was zu aufgeschrieben. Ja, bei dem Ei auch, aber das ist schon alt, aber akzeptiere ich, dass du mir nichts dafür gibst. Ne, gebe ich dir auch nicht. Muss gerade mal finden in der Liste mit meinen entzündeten Augen. War das internationaler Klassiker? Nee. Das muss hier irgendwo stehen. Steuerung F. Gute Idee. Sagen wir es, es gibt nichts. Du darfst regenerieren. 1d10. Ignorieren wir das. Sagen wir das sozusagen. Schmeckt's dir, du darfst das essen. Regeneriere 1d10. Noch anwesend? Ja. Einmal würfeln, bitte. Styx, könnte ich etwas von deinem Koks abhaben? Diese ganze Situation ist durchaus belastend. Styx will nicht regenerieren? Weiß nicht, ist Styx noch anwesend? Ja. Wie viel kriege ich jetzt eigentlich durch den Burgosalat? 1d10 Schaden, darfst du regenerieren. 9. Okay, das ist sehr gut, hat dir sehr gut geschmeckt. Du darfst dir Schaden wieder zurücknehmen. Und nochmal, Styx, ich hätte ganz gerne etwas von dem Koks für. Du kannst es haben. Für die belastende Anwendung. Bitteschön, du bekommst das gesamte Koks, was er dabei hatte. Ich glaube, dabei hatte. Ich würde das Päckchen leicht öffnen, würde mir eine kleine Messerspitze rausnehmen und es durch die Nase ziehen. Okay. Von mir aus gibt mir den Effekt betäubt. Wenn es das gibt in deinem System. Nicht wirklich, aber du bist auf Leistung. Gut, will noch jemand was essen? Ansonsten könnt ihr jetzt schlafen, alle außer der gerade Koks genommen hat, der darf diese Nacht nicht schlafen. Der muss es auch nicht, der erkundet jetzt erstmal den Berg die Nacht über. Der kann definitiv nicht schlafen und regenerieren durch Schlaf. Das ist jetzt damit. Nein, das kannst du nicht. Wie regeneriert man denn durch Schlaf? Ich gebe euch mal 1d20. Also 2d10. Wow. 7. Okay, das dürfte regenerieren. Alle, die schlafen jetzt, dürfen gerne regenerieren. 1d20 oder 2d10. Läuft doch dasselbe hinaus. Ich habe keinen Schaden genommen. Dann regenerierst du nicht. Oh, ich darf nicht nur mein Maximal raus regenerieren. Schade. So, ihr schlaft. Es wird nicht hell, aber es wird morgen. Ihr erwacht wieder und ja. Könnt euch jetzt auf den Weg weiter hinunter machen. Wenn ich nicht schlafen kann, kann ich in der Dämmerung schon mal so ein bisschen gucken, wo es hier weitergeht. Das ist relativ klar. Es gibt so eine Art Fahrt, die da wo hinunter führt, so ein bisschen platzgetrampelter Weg, der dort. Es gibt da so einen. Okay. Den Berg hinabgeht, der da. Sind wir noch auf einer Höhe, wo es nur Steine gibt, oder haben wir schon erste Vegetation? Es gibt hier generell keine Vegetation, ihr seid in einem Vulkangebiet, also. Oh. Aber Vulkanerde ist besonders fruchtbar. Ihr kommt zu Vulkangestein, seid langsam in einer Höhe, in dem ihr merkt, dass das normale Gestein sich mit Vulkangestein ein bisschen
vermischt. Vielleicht sollten wir uns noch etwas von diesem Menschenfleisch einpacken. Ich stimme zu. Wollt ihr das? Dann filetiert mal. Ich habe kein Messer. Hat irgendwer ein Messer? Ich habe ein Messer, würde mich über einen von den Leichnamen drüber beugen. Würde gucken, wo es noch relativ frisch aussieht und würde dann relativ... Alle davon. Die sind gestern gestorben, das ist alles. Ja. Gerade so noch, das ist der... Gerade so noch. Und würde dann... ein Mensch verdirbt relativ schnell. Und würde dann aus der Brust schöne... Willst du wirklich aus der Brust schneiden? Ja, aus der Brust und ich meine, das ist ein verwesener Körper. Ich würde da jetzt nicht irgendwelche Organe öffnen. Ich auch nicht. Ich will sie ja auch nicht öffnen. Ich möchte da nur was rausschneiden. Ja. Du öffnest den Brustkorb. Es stoßen giftige Dämpfe aus dem Brustkorb heraus. Ich hab ja gesagt, ich will nicht öffnen, ich möchte da was rausschneiden. Okay, du darfst die Leichen aufschneiden. Du kriegst 3 Stück Fleisch. Okay. Und wird die dann tatsächlich auch noch über der restlichen Glut, die wir haben, versuchen halbwegs zu braten, dass sie nicht komplett verwesen. Du kriegst 3 Schnitzel große Stück Fleisch. Das ist toll. Cool, darf ich sie mit meiner vielleicht sprechenden Keule zu Schnitzel verarbeiten? Gerne. Kannst du versuchen, gerne. Würfel drauf. Gut, ich würfel auf Kochen. 15, das ist locker geschafft. Mhm. Du hast leckeres Menschenfleisch, Schnitzel. 3 Stück. Wollen wir mit deiner Pfanne dann die dann auch gleich noch raten, dass die nicht weiter verwesen? Wenn ihr die unbedingt essen wollt, ja, ich halte mich an die Tiernahrung. Alles gut. Du isst Hundefutter? Im Zweifel trinke ich erst einen Schluck von dem Wasser und dann esse ich das Zeug. So ist nicht. Genau. Ach, stimmt. Gut. So wollt ihr euch noch weiter vorbereiten, ansonsten geht ihr weiter den Berg hinab. Also haben jetzt 3 gebratene Schnitzel. Menschenfleisch. Gut, dann gehen wir weiter. So, ihr geht also den Berg, ihr steigt den Berg hier weiter hinab. Ja. Ihr seid nun einen guten Tag unterwegs. Na gut, ein Dreivierteltag so ungefähr noch, ihr seid schon ein Weilchen gelaufen. Dann kommt ihr zum Fuß des Berges. Und am Fuß des Berges angekommen, baut sich, sobald ihr merkt, dass ihr seid in ein Tal hineingekommen, baut sich eine Gestalt aus dem Nix heraus vor euch auf. Ich habe ein Bild von der Gestalt. Diese hübsche Gestalt. Baut sich vor euch auf. Und brüllt euch in einem unheimlichen Lärm an und ihr meint, also man hört es nicht wirklich, man könnte, wenn man aufmerksam zuhört, könntet ihr daraus halbwegs menschliche Geräusche hören, die sagen, ihr habt diese Leute getötet, jetzt seid ihr des Todes. Aus mehreren. Ist die Feuerkreatur, ja. Oder? Ich habe das Gefühl. Weißt du noch, was wir bei dem machen mussten? Wir müssen ihm ein Geschenk bringen. Wollen wir ihm die menschlichen Schnitzel schenken? Nein. Nein. Wenn ihr das als. Oh, ich habe eine Idee. Ich halte die immer noch an der Zigarre ziehenden Schildkröte, halte ich vor mich. Es und dann würde ich langsam auf ihn zutreten. Es guckt dich schräg an. Darf ich euch diese lustige und köstliche rauchende Schildkröte anbieten? Als Opfer?
Es brüllt dich an und es sabbert dich ein bisschen da, es spuckt dich damit ein bisschen voll. Spuckt dich ich mit. Ich lege die Schildkröte vor ihn mit dem ausdrücklichen, die ist für dich. Und ziehe mich langsam wieder zurück. Okay, ist weiterhin wütend und ihr macht, es will euch nicht durchlassen. Es steht euch erstmal im Weg und wer hat das Wasseramulett? Harold. Weil brauchst du etwas, was du dieser Kreatur schenken kannst? Vermutlich. Besitzt du etwas, das du dieser Kreatur schenken kannst? Ich hab eine Pfanne, ich hab eine Keule, ich hab einen Stab. Okay, ich gebe euch ich gebe euch den Hinweis, dass ihr noch im, ihr seid technisch gesehen noch im Gebirge. Ich gebe euch mal den Hinweis. Ihr seid zwar im Vulkangebiet, aber ihr seid, ich gebe euch mal den, nicht, dass das noch auf längere Sachen hinausläuft. Oh no, wir brauchen ein Opfer. Ihr seid technisch gesehen, ihr seid noch im Gebirgegebiet. Wir sind im Gebirge, das heißt, das ist Stein, glaube ich. Wir brauchen ein Opfer, wir brauchen ein fucking Opfer. Nee, Erde ist anders. Opfer war Feuer. Nein. Die Schildkröte. Bei Erde waren wir uns nicht sicher, bei Erde war diese, das nicht glückliche Gesicht und die und das Herz richtig gebildet. Die Schildkröte kommt übrigens zu dir zurück. Gut. Styx, es ist deine Zeit, Freude und Herzlichkeit zu verbreiten. Dein neuer Rekrut. Ich möchte gerne ich behaupte, manipulieren, diese Person dazu, dieses Wesen, das vor mir steht, dazu zu bringen, die Herzlichkeit, die Wärme und die Liebe des Kultes der anderen Seite für sich anzunehmen. Okay, spiel das aus. Jawohl. Bitte spielen das aus, das will ich hören. Jawohl. Ich sehe dich, Geist der Erde. Ich sehe, wie du wütend und wabernd existierst. Du suchst Strafe, doch glaube mir, du suchst keine Strafe. In Wahrheit suchst du die Herzlichkeit und die Verbundenheit einer Familie, einer Gruppe, und du solltest dich selber anerkennen in deinem positiven Licht, das du bist, auf das du weiterschreiten kannst durch dein Leben und irgendwann an dein Ende auf die andere Seite, den Fluss des Todes selbst durchquerend in eigenem Willen. Dafür, glaube mir, akzeptiere unsere Liebe und auch die du dir selbst gegenüberbringen musst. Denn es ist nicht deine Aufgabe in dieser Welt, uns anzugreifen, sondern sehr viel mehr, dich selbst zu finden und deinen eigenen Weg auf die andere Seite zu weisen. Muss ich doch würfeln? Nö, das war überzeugend genug, das war gut genug. An Tränen gerührt. Du siehst tatsächlich, dass das auch eine Wirkung auf die Gestalt vor dir hat. Die Gestalt fängt an zu wabern und scheint sich irgendwie aufzulösen vor euren Augen und ihr seht, wie aus dieser Gestalt, die Gestalt löst sich auf und daraus kommt eine andere Gestalt zum Vorschein. Kann ich euch mal gleich mal einblenden. Eine etwas freundlicher aussehende Gestalt, die da zum Vorschein kommt und ja, die wirft dir einen dankenden Blick zu und Sekunde, muss ich mal lesen. Und ja, mit einem Stoß, mit einem, wie als würde sie sich vom Boden abstoßen, fliegt die geradeaus hoch in den Himmel und verschwindet in den Wolken. Eine große Lichtsäule, eine bräunliche Lichtsäule stößt in den Himmel und ja, von der Figur, von der Gestalt war nichts mehr gesehen. In diesem Moment. Gute Reise, arme Seele. Du bist befreit. Die andere Seite erwartet dich mit offenen Armen.
Dein Kult-Ding funktioniert ja wirklich. Wow. Diesmal hat es wirklich funktioniert. Ich bin schockiert. Ich bin beeindruckt. Ihr habt jetzt. Es steht für die. Also, es ist. Ihr habt vor euren Füßen so eine große Lichtsäule, die irgendwie gerade. Die in den Himmel schießt. Die löst sich lange auf, aber. Ich würde mal kurz mein Amulett rausholen und gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Welches Amulett hast du? Das Erdamulett. Ja, dein Erdamulett leuchtet jetzt etwa so wie die Lichtsäule dort. Du hast jetzt eine Leuchten. Ja. Du hast das. Also es schimmert, sagen wir es schon mal, es schimmert. Also es ist jetzt keine Lichtquelle, aber es scheint ein magisches Leuchten von sich zu geben. Spüre ich irgendwas dadurch, dass das Ding jetzt leuchtet, oder? Du kannst dir einbilden, dass du da irgendwas spürst, aber. Okay. Also für den Moment spürst du dadurch nichts. Aber. Interessant. Ja. Es sieht anders aus. Hast du noch Platz in deinem Kult? Ich bin mittlerweile relativ überzeugt, dass das funktioniert. Selbstverständlich. Ja. Der Kult der anderen Seite ist jederzeit bereit, die aufzunehmen, die ihren eigenen Weg auf die andere Seite durch den Fluss des Todes finden wollen. Schade, dass Carlo das nicht miterleben konnte. Ach, der ist schon mal. Der ist, glaube ich, schon weiter. Der hat den Schritt mit dem in den Kult eintreten übersprungen. Gut. Gut, ihr könnt also jetzt weiterziehen. Ihr habt dort. Euch steht der Weg in das Tal weiter offen. Bezüglich, wir gehen weiter in das Tal. Ja, also ihr zieht weiter. Ihr kommt tatsächlich in ein Tal rein. Und ihr merkt, dass du tatsächlich in dem Tal so ein bisschen. Es wird ein. Also grün jetzt nicht direkt, aber es gibt so ein paar. Es gibt ein paar. Es wird ein bisschen pflanzenreicher, es gibt so ein paar verdörrte, so Steppengewächs könnte man es nennen, das ist halt so ein bisschen. Also Früchte wachsen hier bestimmt nicht, aber es wird heute ein paar Pflanzen wachsen hier. Und es wird ein bisschen weniger Asche und ein bisschen mehr bräunlich. Also grün wird es nicht, aber. Braun, gelblich. Und ihr hört, als ihr so durch die Gegend lauft, hört ihr auf einmal das lautes Geschrei von mehreren Seiten aus. Das kommt euch bekannt vor, das Geschrei habt auch von den Kannibalen, die ihr schon umgebracht habt, gehört und. Ihr euch nicht versehen könnt, seid ihr umzingelt von unzähligen von diesen Leuten, die ihr gesehen habt, die euch angegriffen haben auf den Bergen. Also ihr seid umzingelt. Hi, wir kommen in Frieden. Wir hätten das Trommelgewehr mitnehmen sollen. Ja, das Trommelgewehr nicht mitgenommen? Nee. Nee, aber die gesamte genommen. Munition. Okay, euch bleibt auch, also vor euch stehen lauter Leute mit Speeren, mit Stöckern bewaffnet. Einige haben sogar rostige, stumpfe Messer in den Händen und ihr seht auch Blasrohre mit Pfeilen. Approximiere mir eine Anzahl. Drei. 20. Ich würfel mal. Wie viele stehen sehen wir dort? Ihr habt gerade vor euch, warte, es lädt noch. Drei Leute stehen dort vor euch, würdest du sagen.
Die kommen wirklich sehr viel. Die rücken tatsächlich also zwei im. Könnte ich schaffen. Die bilden tatsächlich einen großen Kreis um euch und der Kreis schließt sich um euch. Die rücken Schritt für Schritt immer näher. Ich würde mein leuchtendes Armband rausholen und es den Leuten zeigen. Also so entgegenstrecken. Das scheint die wenig zu beeindrucken. Die kommen weiter auf euch zu. Well, fuck it, Zeit für Koks. In dem Moment merkt ihr alle drei, wie euch von hinten etwas trifft und ihr euch wird schwarz vor Augen. Vorzüglich. Ihr seid ohnmächtig. Ich muss die Schildkröte uns retten. Ja. Ich würde mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause, auch wenn es noch nicht ganz 20 Uhr ist. Machen wir mal eine Viertelstunde Pause, oder? Okay. Jo. Danach geht's weiter. Bis gleich.